Plakatwerbung in Ihrer Heimat. Erreichen Sie Ihre Kunden mit Ihrer Plakatwerbung daheim. In München und in ganz Oberbayern. Einfach, zuverlässig und schnell. m-plakat.de. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind diese Woche für Sie südöstlich von München, in der Gemeinde Feldkirchen-Westerham. Genauer gesagt, wir sind in einem Ortsteil der Gemeinde, und zwar in Höhenrhein, das aus Groß- und Kleinhöhenrhein besteht. Insgesamt leben dort um die 800 Menschen. Wir waren in einem echten Familienbetrieb, waren auf dem Bienenlehrpfad und natürlich beim Schloss. Und heute besuchen wir den Bergschützenverein Kleinhöhenrhein. Und der hat seine Schießanlage in einem der ältesten Anwesen des Ortes, im Gasthof zur schönen Aussicht. Und wenn man diese Bilder sieht, versteht man natürlich auch sofort den Namen. Jetzt geht's rein in die gemütliche Stube, denn da treffen wir erstmal den Wirt Georg Kaltner. Schorsch, wie lange gibt's hier diese Wirtschaft schon? Ja, also unsere Wirtschaft oder unser Hof, besser gesagt, ist seit 1634 in Familienbesitz. Und der Wirtschaft offiziell oder im Stammamt ist das erste Mal 100 Jahre später, ungefähr 1730, ein Gastwirt eingetragen im Stammamt bei uns. Also ja, unglaublich. Seit 1734 definitive Wirtschaft, aber schon wahrscheinlich also vorher war es halt einfach eine Zusammenkunft vom Ort, wo die Leute halt zusammengekommen sind. Und seitdem war es immer hier ein Gasthaus? Seitdem war es immer ein Gasthaus. Bis Ende der 60er Jahre war es auch noch eine Landwirtschaft. Dann haben wir auch, also mein Großvater hat die Landwirtschaft aufgegeben, aus der Obstbäume und ein paar Wiesen und so, den haben wir halt noch, und einen Wald. Und ja, und seitdem ist der Gastwirtschaft, der richtige Gastwirtschaft, da ist größer gebaut worden, größere Räume einfach gebaut worden. Ja, ja. Und in die 80er Jahre hat dann mein Vater mit Zimmer angefangen, mit Hotelzimmer. Und Anfang 2000 haben wir dann die Zimmer nochmal erweitert, haben jetzt 15 Zimmer. Für Hotelgäste. Boah, und seit wann hast du es dann übernommen schon oder macht das noch zusammen? Also ich habe es übernommen 2015 von meiner Mutter, weil mein Vater leider schon verstorben ist. Und in der Geschäftsführung bin ich aber seit 2006. Boah, also das ist ja echt eine richtig lange Tradition dafür. Auf jeden Fall. Du bist ja dann so ganz total klar. Durch und durch Höhenrheiner. Absolut, ganz klar. Also du würdest da auch das natürlich hier nicht verlassen, um nichts zu nicht unbedingt. Also da musst du viel was hin, dass man das wirklich verlässt oder von der Heimat einfach weggeht, ganz klar. Und jetzt gerade, ist ja ein bisschen schwierig, wie geht es dir jetzt im Moment? Ja, es ist wirklich schwierig, muss man wirklich sagen. Also ohne wirklich die staatlichen Fördermittel und Hilfen, das nicht funktionieren. Und auch Respekt vor den Kollegen, die auch noch Pacht zahlen müssen oder sowas, dass das überhaupt funktioniert, weil ich gehört ja doch mir selber, ich muss keine Pacht nicht zahlen. Ja, ja. Und da geht es einigermaßen, weil halt meine Mutter auch noch im Betrieb mitarbeitet und so. Ja, und am Wochenende machen wir halt to go. Da geht's. Aber wenn du jetzt Pacht zahlen musst, dann ist es echt schwierig, glaube ich. So noch viel schwieriger, wie es jetzt für mich so ist. Ja, das glaube ich. Ja. Aber ich meine, zum Glück hast du ja hier diese brutale, schöne Aussicht, die wahrscheinlich immer ein Anziehungspunkt sein ganz wird. Klar, gell? Ganz klar. Also die sind natürlich ein Anziehungspunkt, die Aussicht. Das ist ja für uns selber auch schön, auch wenn man da aufgewachsen ist. Es ist jeden Tag immer wieder schön, die Berge zum sehen und einfach die Aussicht zum sehen, weil die Natur einfach so schön ist. Ja, das glaube ich. Das finde ich auch. Ja. Und bei dir hier im Haus treffen sich auch die Bergschützen, gell? Ja, genau. Und da lernen wir jetzt gleich den Sepp kennen. Und da machen wir aber erstmal, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eine kurze Unterbrechung. Plakatwerbung in Ihrer Heimat. Erreichen Sie Ihre Kunden mit Ihrer Plakatwerbung daheim. In München und in ganz Oberbayern. Einfach, zuverlässig und schnell. m-plakat.de. Wir sind in Kleinhöhenrhein und besuchen jetzt den ältesten Schützenverein im Landkreis Rosenheim und treffen dort den ersten Vorsitzenden Josef Forstner. Aber vorher suche ich erstmal das berüchtigte Zielwasser.
So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier ist es ja, das Zielwasser. Wir sind nämlich jetzt hier beim Bergschützenverein Kleinhöhenrhein und da habe ich den ersten Vorsitzenden da, den Sepp. Servus, Sepp. Servus. Ich tue mich noch auch schnell maskieren, damit wir hier sicher sind. Wie lange gibt es denn euch schon? Grüß dich, ja, genau, machen wir mal so. Entschuldigung, ja, genau. Wie lange gibt es euch? Uns gibt es noch nicht so lange, aber die Bergschützen Kleinhöhenrhein, die gibt es schon lange. Und zwar laut Standarten, die wir noch haben, diese historische Fahne, seit 1795. 1795? Ja. Also über 200 Jahre schon. Das ja, ist ja wirklich ein sehr alter Verein. Wir hätten eigentlich das 225-Jährige feiern wollen, aber es ist aufgrund von Corona leider ins Wasser gefallen. Ja, und das eben, jetzt habt ihr das ganze Jahr war wahrscheinlich gar nicht so viel los. Nein, oder? Leider nicht. Wir haben nicht viel schießen können, beziehungsweise eigentlich gar nichts. Wir haben das ausgesetzt und die Tätigkeiten vom Verein waren mehr oder weniger, ja, nicht vorhanden, genau. Aber, du zeigst mir jetzt trotzdem was, obwohl du wahrscheinlich, gehen wir mal vor hier, du wahrscheinlich bist du nicht vielleicht auch aus der Übung. Aber, sicher bin ich auch aus der Übung, ja. Aber erklärst es mir. Dann hoffe ich, dass ich dir das jetzt richtig erklären konnte. Ich werde es aber jetzt im Kurz- oder im Schnelldurchgang erklären, weil es sonst ein bisschen zu lang dauert. Das glaube ich, das glaube ich. Wir haben hier unser Vereinsquer, das ist ein Jugendquer. Ich glaube, dass das für dich jetzt ein bisschen idealer ist zum Ausprobieren. Dann kannst du auch gerne einen Schuss machen mal oder ein paar Schüsse. Probiere ich gerne mal, ja. Und das ist ein Pressluftquer, für die Jugend ein bisschen leichter und für dich halt auch ein bisschen angenehmer. Wie viel Jugend habt ihr hier? Wie viel seid ihr überhaupt? Insgesamt sind wir ca. 200 Schützen und viele. Aktive ca. 40, mal mehr, mal weniger. Und von der Jugend ca. 20. Sowas. Ja, ja, schon. Von Schüler, wir schauen halt, dass wir es möglichst als Schüler schon ab 12 Jahre mit dem Verein aufnehmen, dann anlernen, dann mit dem Schnuppertraining, dass sie es ein bisschen kennenlernen, wie es abläuft, so dass sie einen Spaß finden am Sport, an der Jugend und der Gesellschaft. Und da sind Mädels auch dabei? Da sind Mädels auch dabei, schon. Aber mehrheitlich Jungen. Schon, gell, meistens. Ja, ja. Gell? Aber wir motivieren beide, ob Mädchen oder Jungen. Okay, und wie muss man jetzt vorgehen? Wir haben es jetzt schon am Stand. Ja. Normalerweise haben wir es ja im Schrank drinnen und jetzt ist es am Stand. Wir haben die Sicherheitsfahne drin. Das ist so, dass bei der Aufbewahrung vom Stand und zum Stand, vom Schrankwecker, beim Transport und auch am Stand, wenn der Schütze nicht am Stand selber ist, dann muss die Sicherheitsfahne drin sein, damit er jeder sieht, dass das Gewehr nicht geladen ist und dass keine Gefahr ausgeht davon. Ich darf dir jetzt mal das kurz erklären, wie man sich im Stand hinstellt, wie man das Gewehr nimmt, also dass man vielleicht einen erfolgreichen Schuss ablegen kann. Ja, genau. Das ist ein Pressluftgewehr mit Druckluftkartusche. Gewehr üblich, man muss immer schauen, die Sicherheit, dass der Lauf des Gewehr nie nach hinten, sondern nur mit dem Ziel nach vorne, also mit dem Lauf nach vorne zeigt. Niemals abwenden. Und wenn, dann muss das Gewehr entladen sein, wenn man weggeht oder wenn man den Stand verlässt. Wir schießen mit Druckluft und wir haben die Diabolos, so nennt man die Luftgewehrkugeln. Und die werden einzeln geladen und in den Lauf getan. Also immer nur eine, okay. Immer nur eine, ja. Ich lasse jetzt aber noch heraus, weil ich würde jetzt zuerst einmal zeigen, wie man das Gewehr in die Hand nimmt. Wie man sich hinstellt, man stellt sich circa schulterbreit hin, in der Richtung Schulter, in der Flucht zur Scheibe, zum Ziel. Wir müssen auch dann die Scheibe rein tun, damit wir überhaupt ein Ziel haben am Kugelfang. Das machst du dann aber selber. Und das Gewehr nimmt man am Schaft hinten mit der rechten Hand. Und ich gehe davon aus, du bist Rechtshänder. Gut. Also mit der rechten Hand hinten und mit der linken Hand am Vorderschaft greift den Pistolengriff und den Finger nicht an den Abzug, sondern nimmt das Gewehr einfach so rauf. Dann sucht man die Richtung vom Gewehr, damit man das Ziel findet und schaut, wie man mit der linken Hand im Niveau von der Höhe her hinkommt, sodass man auch die Visierlinie findet über den Diopter und über den Korntunnel, über das Ringkorn. Dass man sie in Einklang bringt, dann mit dem Spiegel. So nennt man die Scheibe, also den schwarzen Ring auf der Scheibe. Und wenn man im Ziel ist oder im Anschlag ist, versucht man die Richtung, dass man die möglichst genau hat. Und wenn man es hat, hält man die Luft an, stoppt man die Atmung, weil die Atmung, sonst geht der Square oder der Lauf immer auf und ab. Und wenn man richtig im Ziel ist, kann man mit dem Finger Richtung Abzug gehen.
Und wenn man dann die Luft angehalten hat und im Ziel richtig drin ist, wenn man meint, man kann jetzt gut abkommen, also dass der Schuss ins Mitte trifft, ins Schwarze trifft, dann kann man abdrücken. Okay. Aha. Und das war jetzt Trockentraining. Okay. Trockentraining, ja. Ja. Okay. Aber wir können es jetzt gerne mal probieren. Jetzt machst du zuerst einmal Trockentraining und dann machen wir den damit ersten Schuss. Damit ich mal richtig stehe. Stellen wir die Scheibe rein, nach rechts oder nach links, das ist eigentlich egal. Ist wurscht. Hier so reinschieben. Richtig. Stecker, genau, so Rechtsspanner. Ganz gut, das reicht schon. Reicht schon. Reicht. Okay. Und dann mit dem linken da Kopf. Fährst, ja, genau, und dann fährst du die Scheibe raus. Ach so, geht ja. Reicht schon. Der Vorteil war aus dem Stock. Okay. So, jetzt haben wir ein Ziel an der Scheibe. Ja, jetzt haben wir das Ziel. Das sind 10 Meter, auf die wir schießen, die Distanz. Okay. So, und jetzt stehst du hin, so wie es. Ja, müssen wir noch laden, oder? Oder machen wir nochmal trocken, oder? Machen wir trocken. Also gut, einmal trocken noch. Im Kurzdurchlauf trocken, okay. Und dann nehmen wir den ersten Schuss. Nee, ich muss hier hinten nehmen, hast du gesagt. Ja, genau, zum Hochheben. Genau. So, und hochheben. Dann zückst du die Schulter. Schulter ja, hinten. Genau. Hier so reindrücken. Und dann mit der Hand, mit der rechten Hand zum Pistolengriff. Genau. So, und die Höhe variieren mit der linken Hand, näher zum Körper oder zu Hüften, je nachdem, damit du die Höhe findest. Ich wäre jetzt, dachte ich, auf der und Höhe. Vielleicht auch bitte den Kopf ein bisschen zurück, sodass man entspannter ist. Dass so. Der Kopf nicht verdreht ist, sondern dass man ein bisschen locker dasteht. Ja, wie komme ich denn dann her? Okay. Lieber es quer zum Körper, zum Kopf hindrehen. Ach so rein, richtig aus, kann man so kippen. Ja, ach schon. Ein bisschen kippen. Ja. Ah, okay. Genau, dann ist es ein bisschen angenehmer, ja, ist man entspannter. Das ist jetzt besser. Und hat dann eher die Möglichkeit, dass man einen ruhigen Schuss abgeben kann. Soll ich nochmal trocken drücken? Ja, gern. Luft anhalten, wenn man im Ziel ist. Und dann abdrücken. Zack, jetzt haben wir ihn nicht geladen. Nein, das hat halt nicht funktioniert, weil wir noch nicht geladen haben. Genau. Gut, dann nehmen wir mal einen Schuss raus, darf ich da geben? Ja. Oder nimmst du das selber mit dem Kelch, mit der Öffnung nach hinten, so in den Lauf reinschieben? Mit der Öffnung nach hinten? In die Lademulde da, ja. Jetzt habe ich, ja, ich kriege das glaube ich gar nicht. Ja, das musst geht du machen, das kriege ich nicht, weil ich bin jetzt ganz gehandicapt. Ja. Ja, aber selber mal. Ja, geht das. Ich bin genauso aus der Übung. Ach so, jetzt ist es drin. So, jetzt ist die Schulter im Lauf. Okay. In der Ladekammer, jetzt haben wir es geschlossen, jetzt ist das Gewehr scharf. Jetzt müssen wir dementsprechend vorsichtig umgehen. Gut, dann machst du es wieder so, wie wir es vorhin geübt haben. Okay, hier hinten nehmen. Nimmst du es so, ja. So, erstmal an die Schulter. Dann die rechte Hand zum Pistolengriff. Genau, so. Finger gerade lassen, Kopf entspannt, also ruhig, wie das Gewehr ein bisschen reinziehen. Ja, genau, ein bisschen schräg. Und dann das Ziel suchen, mit dem Finger langsam zum Abzug gehen. Wenn du dort bist. Ah, je länger ich warte, desto wackeliger werde ich, Mist. Ja, das kann passieren. Ich glaube, so, da ging, glaube ich, jetzt drücke ich hier, gell? Rein. Ja. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ist da, habe ich irgendwas getroffen? Doch. Ach, das da? Ja. Na ja. Das ist schon. Ist ein Zähler, ist ein Zweier. Ja, super. Ja, gleich nochmal. Ja, danke, aber das also probiere ich gleich nochmal. Ja, aber gern. Das macht wirklich Spaß. Kann ich verstehen, dass man hier in so einem Verein ist. Die Höhe passt genau, nur die Seite. Ich hatte das Gefühl, ich habe total gewackelt. Also in der Höhe super und seitlich nachbesserungswürdig. Ja. Genau, und damit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich übe noch ein bisschen. Das war's aus kleinen Höhen rein. Wiederschauen. Machen Sie es gut. Ich probiere nochmal. Haben wir schon geladen? Nein. Nee, haben wir noch gar nicht, gell? Und Sepp zeigt mir dann noch die alten Schießscheiben. Und ich entdecke ihn auch noch auf einem Foto, damit auch Sie ihn mal ohne Maske ganz zu sehen bekommen. Machen Sie's gut, bis morgen. Da geht's dann zum Musiker James Brandt. Plakatwerbung in Ihrer Heimat. Erreichen Sie Ihre Kunden mit Ihrer Plakatwerbung daheim. In München und in ganz Oberbayern. Einfach, zuverlässig und schnell. m-plakat.de